Wir treffen uns einmal pro Jahr hier in Biel, das ganze nationale Kader von 13 bis 17 und machen den nationalen Leistungstest. Das ist der einzige Zusammenzug, wo das ganze Nationalkader hier ist. Und gleichzeitig haben wir ganz viele Coaches, die hier sind, die mithelfen, den ganzen Testtag durchzuschleusen mit ganz vielen verschiedenen Tests. Wir haben grundsätzlich Schnelligkeitstests, wo wir kurze Distanzen testen mit 10 und 20 Metern. Wir haben nachher Explosivitätssachen wie Sprungtests, wie Counter Move and Jump, Wadensprünge drin. Und dann haben wir multidirektionale Tests, die eher auf Reaktion basierend ist. Und zum Abschluss nachher Ausdauertest, wo ein Durpendel drin ist, wo wir auch das testen. Es ist schon hilfreich in der Weiterentwicklung, dass du ein bisschen siehst, wo bist du schon sehr gut, wo noch kann man noch ein bisschen arbeiten dran. Von dem her ist das natürlich super, wenn man das jedes Jahr wieder machen kann. Für mich ist es sehr etwas Wichtiges, weil es ist ein sehr grosser Teil von meinem Tennisspiel. Der präventive Teil ist sehr, sehr wichtig. Dann hat es verschiedene Teile, Ausdauer, Schnelligkeit, Kraft, Koordination, Beweglichkeit. Das sind alles Sachen, die halt das Spiel einfach noch besser machen können. Von dem her ist das für mich, gehört das dazu und ich mache es auch gerne. Ja, ich denke, ich bin sehr ehrgeizig. Das heisst, ich möchte natürlich, dass es auf dem Papier besser aussieht. Aber schlussendlich ist es auch einfach gut, dass man weiss, wo man steht. Und dann schafft man dort wieder weiter. Benni und ich sind nicht ein Team und allein heute zusammen arbeiten, sondern wir sind froh, dass wir so ein grosses Trainerteam in der ganzen Schweiz haben, das sich immer wieder zur Verfügung stellen, hierher zu kommen und mit uns zusammen die Analyse zu machen. Und dementsprechend ist das wie ein kleines Networking. Alle Conti-Trainer, eine kleine Tennis-Family zusammen, treffen wir uns immer wieder hier und es gibt einen schönen Austausch auch nachher für die ganzen Resultate, die wir mit ihnen besprechen können. Jens Gerlach und ich führen Gespräche mit den Athleten und Athletinnen. Verschiedene Fragen, wie das Jahr war, wie die aktuelle Trainingssituation ist, was so die nächsten Ziele sind. Und so können wir glaube, ein gutes Gespür über mit jedem und jeder, wo sie stehen und wo der Weg hingeht. Ja, das ist natürlich gut für uns, auch im Hinblick auf den ganzen Selektionsprozess. Man hat dann wieder mehr Informationen, wo sie trainieren, was sie machen, wo sie stehen. Und das ist sicher für uns als Abteilung wichtig, so viele Infos wie möglich zu haben, damit wir auch die richtigen Schlüsse daraus ziehen können. Also wenn wir das jetzt erfasst haben, haben wir nachher gefühlt etwa 10'000 Daten, die müssen nachher erfasst werden, eingelesen werden, analysiert werden und schlussendlich eben dann auch noch kommuniziert zu den Spielern, damit die Heimtrainer anschließend mit diesen Testauswertungen und Analysen ein Stück präziser arbeiten können.